Le Mans Start zum Seifenkistenrennen 1959. 32 Teilnehmer des 11. Berliner Derbys überführten ihre Kisten vom Arbeitsplatz der ersten OPZ Kreuzberg am Tempelhofer Ufer zur Überprüfung in die Columbia-Dammhalle. Bereits im vergangenen Jahr stellte diese außerordentlich aktive Schule den Sieger. Und um diesen Erfolg wiederholen zu können, verdoppelte man die Anstrengungen. Mit dem Ergebnis, dass auch die doppelte Anzahl an Kisten gebaut wurde. Große Rennfahrer lassen ihre Wagen durch den Mechaniker zum Start bringen. Seifenkistenfahrer nehmen Schülerlotsen dazu. Insgesamt werden morgen 174 Jungen am Start stehen. Heute schiebt man noch die 300 Meter lange Rennstrecke hinauf, die ein Gefälle bis zu 4% aufweist und die man morgen mit fast 40 Sachen abwärts rasen wird. Alfa Romeo, Ferrari und Cooper atmen auf. Die Überführung der Rennwagen hat geklappt. Aber nun, die nächste Klippe. 6 Kontrollstellen, ob ich auch die Bauvorschriften eingehalten habe, wenn ich die nur erst hinter mir hätte. Ganz allein gebaut, Detlef? Na klar. Und die Antwort klingt beinahe ein wenig beleidigt. Bei der Untersuchung, der Steuerung und der Bremse ist von der sonstigen Großzügigkeit der Prüfenden nichts zu spüren. Selbst Altmeister Fangio wäre erblasst vor Neid über diese Haltung am Volant. Länge, Höhe, Breite, alles ist genormt. Lieber vor dem Start eine Bauchlandung als während des Rennens eine Bruchlandung. Nanu, was ist denn da? Ich kann nicht dafür, ich habe die Bauvorschriften eingehalten. Vorher war sie auch nicht so lang, die Schraube. Bremsbelag zu dick. Alle 174 Starter haben die gleichen Radsätze. Na, hoffentlich stimmt das Gewicht. Wölfchen hat sogar abtrainiert, wie Bubi Scholz. Nur damit er den Wagen, der doch solch eine ideale Straßenlage hat, nicht zu verändern braucht. Achtung, gummibesohlte Spornbremse, Marke Eigenbau. Ja, das ist Betriebssicherheit. Na endlich, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Für die ausgefüllte Inspektionskarte gibt es den Rennpulli und die Kiste kommt ins Fahrerlager, wo endlich auch die Gefahr jeglicher Werkspionage gebannt ist. Also dann, meine Herren Rennfahrer, bis morgen zum Start um 10 Uhr.